Hey, ich bin Timo und hier bekommst du mehr als nur einen ersten Eindruck zum brandneuen Pacific Chill von Louis Vuitton. Ich gebe dir meinen ersten Eindruck zu diesem Duft. Ich sprühe und ja, mal gucken, was mir da so in den Sinn beikommt. Dann gibt es einen Schnitt und danach bekommst du meine 24-Stunden-Analyse. Ich trage ihn und mal gucken, vielleicht gibt es auch ein paar Komplimente, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das sehen wir alles in diesem Video. Und wenn du neu hier bist, ja, dann folgt mir sehr gerne. Hier bekommst du einfach alles, was dein Duftherz verlangt. Und denk dran, ich habe hier selber Geld ausgegeben für, ja? Alles für dich, Mann, Mann, Mann. Kennst du diesen Duft? Dann in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, was sagt die Duftuhr? Ah ja, okay. Ab geht's. Starten wir mit dem ersten Eindruck vom Pacific Chill. Da bin ich mal gespannt. Ich bin ja schon so ein kleiner Louis Vuitton-Fan, ne? Gerade die Freshies, die finde ich ja sehr gut. Wie ist denn der hier, Timo? Okay, ich sage es dir. Mein erster Eindruck, der kommt jetzt. Ich bin mal gespannt. Ja, also das allererste, was mir einfällt, das ist so ein ja, typischer Louis Vuitton-Freshie. Ne? Luftig, leicht, luxuriös, natürlich extrem teuer. Also, fruchtig, zitrisch, ist ein Freshie. Ich überlege auch gerade, ob der jetzt unisex ist oder ob das vielleicht eher bei den Männern ist. Das erste, was ich stark wahrnehme, ist Pfefferminz. Ein richtig minziger Duft und ich kenne, also, wenn ihr das, kennt ihr sowas? Ihr riecht dran und denkt, irgendwoher kenne ich das doch, da überlege ich gerade nach. Minze, Aprikose, dann ist da irgendwie noch so ein bisschen was Grünes, was mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, aber naja, wir sind hier unter uns, was, sowas wie Gurkenwasser, meine ich gar nicht böse, ein bisschen was Erfrischendes. Ja, Gurkenwasser klingt ein bisschen böse. Ja, also erster Mini-Eindruck, haut mich nicht um. Aber ich muss sagen, ist auch jetzt nicht extrem schlimm. 260 Euro dafür ausgeben, also blind kaufen, sage ich mal, eher nein. Ich finde ihn fast auch ein bisschen männlich, muss ich sagen. Obwohl, ich weiß nicht so genau. Ja, guck mal, wenn ich das nicht genau weiß, dann ist es wahrscheinlich genau richtig im Unisex-Sweet-Spot, oder? Der erinnert mich an an Acqua di Parma. So von der DNA. Ich finde, vielleicht kennst du den Duft, Fico di Amalfi von Acqua di Parma. Hier müsste auch eine Feige drin sein. Und dann nimmst du aber, ich finde bei diesem Acqua di Parma Duft, dass der ein bisschen mehr dieses Haarshampoo-mäßige hat. Das hast du hier nicht so. Der riecht schon ein bisschen hochwertiger. Wenn dir der Acqua di Parma gefällt, dann ist das auf jeden Fall auch dein Ding. Nur halt mit deutlich mehr Pfefferminz, weniger Feige, dazu eine Aprikose und sowas leicht Grünes. Ich sprühe mir auch mal auf der Haut. Mal gucken, wie er da kommt. Also ich trage ihn ja sowieso heute, ne? Und da bin ich mal gespannt, ob vielleicht ein paar Mädels sagen, Alter, oh, du riechst so geil, ich will dich. Wenn das kommen sollte, ich kaufe ihn sofort. Und ich sage es euch nicht, ne? So. Auf der Haut gefällt er mir besser. Erfrischend. Ich glaube auch, wegen dieser Minze hier drin, wenn du Zähne putzt und da ist Minze drin, das macht auch fresh. Macht auch dann irgendwie Bock auf den Tag. Du bist dann, ne? Also ich finde, das pusht. Sommerlich. Oh, bisschen was Eistee-mäßiges, 100%. Aber in lecker, das soll jetzt nicht negativ klingen. Ja, für Hautsprühen ist schon ein bisschen besser. Doch, also auf dem Streifen, auf der Haut, cool. Aber geht trotzdem in diese Acqua di Parma-Richtung. Aber lecker. Also ist okay, haut mich noch nicht ganz um, aber hat mich nicht ganz abgeschreckt. Ich bin mal gespannt, was ich morgen dazu sagen werde. Ich knall mir den hier mal
ein bisschen spritzen, ist immer gut. So, auf die Haare. Und ja, mal gucken, was ich morgen dazu sagen werde. Es riecht so nach Sommer. Als ob du durch San Francisco läufst. Sommer, Sonnenschein, geile Laune. Ja, cool. Ich glaube, langsam gefällt er mir vielleicht doch. Ja? Man muss ja ein bisschen warten. Was sagt mein zukünftiges Timoline? Das seht ihr jetzt. Einen Tag später. Mein erstes Fazit nach 24 Stunden. Das sieht wie folgt aus. Zuerst, was bekommst du denn hier für einen Duft? Du bekommst einen Dreiklang von Aprikose, Minze und Feige. Dazu haben wir hier so eine leicht dezente Süße, auch so ein bisschen was Grünes. Alles ist sehr schön ausbalanciert. Ich habe auch das Gefühl, dass hier so eine Kiwi mit drin ist, aber da kann ich mich auch ganz gerne mal betäuschen. Ein absoluter Freshie, wie man das ja, erwarten kann von Louis Vuitton. Ne, die haben schon so ein paar echt gute Düfte und der reiht sich da auch absolut gut mit ein. Ihr bekommt einen locker, luftig, leichten, luxuriösen und leider Louis-mäßig teuren Freshie in die Nase. Haltbarkeit ist in Ordnung. Ne? Ich würde ihm erstmal eine 7 geben. Sillage war okay, gerade in den ersten 3-4 Stunden. Ihr habt ja gesehen, wie ich mich da eingesprüht habe. Das habe ich nach etwas über 4 Stunden noch richtig gut, stark, bewusst wahrgenommen. Ne? Ist immer eine Ansichtssache. Ich muss den auch mal ein bisschen weiter testen, aber im ersten Eindruck plus würde ich sagen, das geht fit für einen frischen Duft. Jetzt kommt natürlich, dass ich weiß, ich kann eure Gedanken lesen, ja, aber guck mal den Preis an. Nee, Preis-Leistung ist natürlich immer so ein bisschen so eine Sache. Ne? Er hält nicht ganz so gut wie der Imagination im ersten, ne, im ersten Check jetzt. Trotzdem solide. Ne? Also komm, Haltbarkeit eine 7, ja, auch erst einmal. Er war schon immer präsent. Locker nach 7 Stunden konnte ich ihn noch riechen, das ist okay. Ne? Wie gesagt, für einen Freshie, Preis-Leistung, anderes Thema. Ansonsten, ich finde, der Duft, der macht Sinn im Frühling, im Sommer. Ich sehe mich hier, wenn ich das rieche, an den Küsten von Kalifornien. Die Sonne glitzert auf den Wellen des Pazifiks. Ihr habt eure Füße im warmen Sand. Die Sonne scheint auf euch. Es ist kuschelig warm. Und die Meeresluft vermengt sich dann mit diesem Duft hier. Und das ist einfach so ein richtig schönes, freiheitssommerliche, energetische Düftchen, gerade wegen dieser Minze. Ich finde, Minze pusht immer so ein bisschen. Ist schon cool. Ich bin noch nicht im absoluten High-End-Love-Modus, aber ich weiß nicht, ob ich mir ihn hole. Ist halt, ganz ehrlich, wäre der bei 100 ml, 150, 180, Timo, direkt im Warenkorb. Ne? 260 Euro hingegen, das ist schon eine Ansage, da weiß ich nicht, gerade wenn man so viele Düfte hat, ob das jetzt unbedingt sein muss. Aber ja, müsst ihr selber entscheiden. Ne? Ihr mögt Düfte wie Acqua di Parmas, Capri oder sowas wie Fico de Amalfi. Vielleicht auch von Birkholz, den Portraits of Portofino. Oder auch ja, von Louis Vuitton, Afternoon Swim. Wenn ihr sowas mögt, diese DNAs, dann könnte das auch für euch ein Check wert sein, würde ich jedenfalls sagen. Ne? Ansonsten bin ich schon recht zufrieden mit dem Düftchen, bekomme von mir erstmal generell eine 7,5 nach 24 Stunden. Ne? Und es hat sich echt gelohnt, den auf die Haut zu ballern, denn auf dem Duftstreifen war es okay, aber auf der Haut fand ich ihn dann doch deutlich besser, deutlich energetischer, fresher, hat gute Laune gebracht, ist einfach ein Feel-Good-Duft. Und wenn du sowas suchst, dann natürlich Nase ran zum Abschnüffeln. Und jetzt bist du gefragt. Du kennst den Duft? Dann mal in die Kommentare, wie du ihn findest. Das würde mich sehr interessieren und viele andere auch wieder. Eure Meinung ist Haltbarkeit, ja, vielleicht habt ihr Komplimente bekommen, Duft, DNA, alles, ja? Immer schön reinschreiben. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, okay? Also, bis zum nächsten Video. Dein Chiller, der Parfum-YouTuber, Timo. Auf Wiedersehen, bis bald. Und ich winke bis zum Ende.